mein Couple gefunden. Ja, und ich freue mich riesig, dass der Yannick sich auch freut, dass ich mich für ihn entschieden habe. Lisa und Andrina suchen gegenseitig Trost. Bei Lisa und Yannick ging zwar eh nichts, aber Andrina schiebt den Mega-Frust, weil Yannick ihr schon wieder durch die Lappen gegangen ist. Ich würde ihn ein bisschen mehr kennenlernen wollen. Musst du die Initiative ergreifen? Ja, habe ich auch heute auch schon gemacht. Er hat mir halt gesagt, so, ja, also ich finde, du bist so meine Nummer eins. Ja, dann ist Lena eben seine zweite Nummer eins. Ich hatte einfach so das Gefühl, dass ich so ein bisschen sicher bin bei Yannick. Er guckt mich oft an und zwinkert mir zu und denke ich mir so, macht er das auch mit Lena? Aber ich finde, man sieht halt auch, dass er sie halt auch gut findet. So, und das sieht ja jeder. Also ich hab eine andere Wahrnehmung, bei mir habe ich so das Gefühl, dass er mir so... Bei dir auch, ne? Also er findet euch beide, glaube ich, am interessantesten von allen hier. Ich habe mich schon ein bisschen verwirrt, weil... Klar, kann ich verstehen, aber würde ich ihn halt auch drauf ansprechen. Gute Idee, aber der ist leider gerade busy. Wollen ein bisschen quatschen? Ja, gerne. Macht ja auch Sinn, für ein nagelneues Couple mal eine Runde zu quatschen. Fühlt sich Jenny jetzt auch wohl mit der Entscheidung? Ja, sonst hätte ich ihn nicht getroffen. Ja, okay. Auf jeden Fall. Also manchmal trifft man eine Entscheidung, weil man keine andere Wahl hat. So. Nein, findest du, also kommt es so rüber? Nee. Eine der zentralen Fragen, die man in Partnerschaften klären sollte, lautet ja, was machen wir hier überhaupt? Jetzt sind wir ein Couple. Ja, that's it. Ja. Aber du bist zufrieden, ja? Auf jeden Fall, ja. Jetzt ist so ein bisschen die erste Last runter. Und ich denke, jetzt können wir auch mal so einen Step vorwärts gehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde natürlich es bevorzugen, wenn man jetzt unsere Gespräche natürlich jetzt noch mal auf eine ganz andere Ebene bringt. Ne? Er hat mir wirklich ein gutes Gefühl gegeben. Und jetzt gerade auch im Nachhinein noch mal so, das war schon, glaube ich, ganz gut, dass ich ihn gewählt habe. Und ich bin wirklich happy, dass ich auch heute Nacht nicht alleine einschlafen muss. Ja. Und wie sieht das Yannick? Ich bin halt ein Mensch, ich kann mich halt nur auf eine Frau fokussieren. Und wenn ich aber zwei Frauen jetzt kennenlerne, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich in Zukunft eine Frau auf jeden Fall abschreiben muss. Das ist halt einfach so. Hier geht noch was. Hier geht noch was. Können wir ein bisschen Musik haben? Ich möchte mit meinem Couple so ein bisschen jetzt meinen Couple feiern. Just watch me dance. Müssen wir mal kurz mitkommen? Können wir mal ein bisschen quatschen? Okay, doch nicht. Ich möchte doch nicht feiern. Können wir kurz warten, so, bis er wieder da ist? Gerade mal Tag 2 bei Love Island und schon steckt Yannick im Beziehungschaos. Hut ab vor diesem Tempo. Ist ein schwieriges Thema tatsächlich, weil ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Echt? Ja, auf jeden Fall. Also ich mag sie echt gerne. Und dich mag ich halt auch gerne. Ich hab's gewusst, ich hab's gefühlt. Ja? Ich hab's gefühlt. Ja, und wie findest du die Entscheidung? Also du bist hier so überall ein bisschen. Ja, was heißt überall ein bisschen? Nee, also ich bin eigentlich, ich kann jetzt nach 2 Tagen beim besten Willen noch nicht klar entscheiden, was klar jetzt was ist. Du weißt, klar, was ich meine? Daumen hoch, aktiviert die Glocke, abonniert unseren Kanal und verpasst kein Video mehr.